Hey und willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge. So. Ich habe mich entschieden, bei diesem Texturpaket erstmal zu bleiben. Und habe auch gerade nichts gegen die Dunkelheit, weil ich hier drin sowieso ein paar Lampen ausbauen will. Am besten mit Zaun. Und Fackeln. So, die in der Mitte kreuzen sich ja dann auch wieder. So, ein Schritt. Wie mache ich das? Dann halt den zweiten hierher. Die Mitte, ne, ich glaube, das reicht. So. Noch Border-Curve ausgeleuchtet. Dann stehen wir jetzt wieder vor den guten alten Problemen. Wie kommt man nun in den Kirchturm hinein? So ein Shit, ey. Ich kann doch nicht einen Kirchturm bauen, in den man nicht reinkommt. Das ist doch scheiße. Mach ich jetzt. Na gut. Baue ich erstmal den Boden aus. Bänke. Ich weiß noch nicht, wie sehen die denn zusammen aus? So. Ich habe halt auch dran gedacht an das, aber das sieht zu luxuriös aus für eine Kirche. Vielleicht mal lieber so. So.
Teppich. Shit. Weiß nicht. Wegen der Treppe. Oder verschiebe ich vielleicht den Turm? Vielleicht doch an die Seite bauen. Das wäre vielleicht scheinbar die einfachste Lösung. Ich habe gerade das Gefühl, dass die Frames übelst scheiße sind. Ah, tatsächlich, nur 40 Frames, das geht gar nicht. So. Ich würde sagen, einfach zwei Steine verschieben. So müsste es gehen. Hier eine Treppe anbauen. Also eine Leiter. Gut, ich denke, das geht so. So, wie hoch machen wir nun den Turm?
könnte praktischerweise gleich hier. Mehr in die Richtung. So. Wir nehmen dafür anderes Holz. Ah, hier. So. Könnte man so einen Eingang nach draußen machen. Und eine Zwischenetage. Schalte ich generell hier oben im Turm. Ich muss ja dann irgendwie die Glocke rein, wo ich mir auch noch was einfallen lassen muss. Und dann ein paar, ja. Ein paar von denen. So. Ich glaube, das hier oben wird nochmal sehr knifflig, wie wir hier eine gute Kirchturmspitze hinbekommen, die gut aussieht und innen drin irgendwie eine Glocke hat, dass es gerade mehr gut aussehen und weniger gute Spitze haben, weniger Glocke drin haben. Okay, das dann halt in der nächsten Folge. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Das war es schon wieder vom Minecraft Let's Quest. Schön wäre es, wenn ihr mir ein Däumchen geben könntet nach oben. Also wenn euch das Video gefallen hat, aber wenn nicht, dann halt einen Daumen nach unten, aber ich mag die Daumen nach oben. Richtig cool wäre auch noch, wenn ihr so freundlich wärt und noch mehr Videos auf meinem Kanal anguckt. Wie zum Beispiel eins meiner Tutorials, die ihr jetzt oben links sehen könnt. Auch verlinkt. Und oben rechts könnt ihr jetzt auch noch meine Cubeworld Let's Play sehen. Unten sind auch die Pfeile für die vorhergehenden und nachhergehenden Folgen von Minecraft Let's Quest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.